Stell mal vor, du hast eine Karre mit zwei Zylindern, zwei Takter, wie ein Mofa. Ne? Das Ding läuft aber gar nicht mal scheiße, ist auch nicht so mega lahmarschig. Das fährt echt ganz gut. Ne? Und hier allein dieses Feeling, dass alles um mich rum klappert, du denkst, es fällt auseinander und es fährt immer noch, ist schon geil. Mein Name ist Max. Man nennt mich den Gurkenkönig, weil ich mit ganz komischen Autos handle und ganz komische Autos habe. Wie ich zum Trabi gekommen bin, pass mal auf, das ist so ein Ding spezial. Also, das war, ich glaube, vor 10 Jahren ungefähr. Ich lief durch Wilhelmshaven als kleiner Bub. Wie alt war ich da? 20. Also klein war ich noch nicht. Aber ich war schon ein Bub. Ne, also so ein Bekloppter halt. Bin ich immer noch. Aber ich weiß schon, was ich meine. Naja, auf jeden Fall lief ich da durch so eine komische hier Vorstadt und da stand da ein Trabi mit Grünspan. Ich fand ihn voll geil. Hab den Typen gefragt, ob ich ihn haben kann. Er sagt, nö, soll mich verpieseln. Kein Problem. Ein Jahr später habe ich wieder geklingelt, hab wieder gefragt. Immer noch nicht. Ein Monat später, noch ein Monat später, noch ein Monat später und noch ein Monat später habe ich nochmal gefragt. Und irgendwann hat er gesagt, weißt du was, nimm den Scheißhaufen mit, mein Sohn will den eh nicht mehr fahren. Gut, mitgenommen das Ding zum Laufen gebracht, fand ich irgendwie geil. Danach habe ich ihn gleich wieder geschlachtet, ja, komplett weggeschmissen, weil ich meinen besseren gekauft habe. Dann habe ich den besseren leider in die Tonne gefahren, war kaputt, auf Dach gelegt. Scheiße gelaufen, brauchte ich wieder in der Koross, habe ich einen alten zurückgekauft von dem Typen, habe alles auf den umgebaut und so ist die Gurke entstanden. Das ist mein Markenzeichen, die Trabant Gurke. Mit dem war, dann ist es irgendwie so gewesen, mein Alltagsauto gewesen, dann bin ich da europaweit mit gereist, ich war in Kroatien, ich war in Ungarn, ich war in Spanien mit Anhänger mit dem Ding, mit so einem Klappfix, die DDR-Klappfix hinten dran und deswegen bin ich auch der Gurkenkönig, weil ich halt nur mit den Gurken mache. Meine verrückteste Trabi-Geschichte ist, da war ich gerade in Spanien. Badenas Reales. Das ist so eine, das ist so Nordspanien, irgendwo im Atlantik oben, noch ein bisschen weiter weg. Und da ist so eine Anomalie, nennt sich das. Das ist nicht so normal und so. Spanien kennt man. Ist so eine Wüste. So ein Wüstenverschnitt halt. Und da bin ich mit einem Trabi durchgeballert. Und den habe ich dann original da komplett so tief, ungelogen, in Schlamm versenkt. Komplett. Das ganze Auto war komplett zugerödelt. Das habe ich dann gemacht, bin weitergefahren, bin Offroad gefahren, mit Vollgas die Berge hoch, Berge runter. Ich habe noch einen hier Geländewagen überholt auf der Piste. Alter, es gibt kein geileres Auto, wiegt nichts, fährt schnell mit. Ein paar Offroad-Pellen drauf, Abfahrt, du brauchst schon einen Jeep. Da einmal war ich tatsächlich in hier Kroatien, auf so einem ehemaligen Militärgelände, aus dem Ersten Weltkrieg. Am Ende habe ich erfahren, dass die Straße oder das Feld, worüber ich gefahren bin, ein ehemaliges Minenfeld war. Und eigentlich gesperrt war, Schild war nur weggerostet. Der hätte auch schief gehen können. Also bin ich irgendwie hängen geblieben. Und dann wurde es halt nicht nur ein Trabi, dann wurde es noch ein Robur, dann wurde es ein Wartburg. Ich fand die Scheiße halt cool. Lada fand ich gut. Die ganzen Trabi-Dinger fand ich halt gut. Und so bin ich halt drauf gelandet. Jetzt habe ich die Dinger immer noch. Es ist, man muss selber gefahren haben. Deswegen machen wir das ja hier, ne? Das ist das Ding daran. Es ist halt so, das kannst du nicht beschreiben. Es hat eine geile Gurke. Thank you.